Hallo meine Lieben, jetzt kommt wieder los, live für euch. So, Regel, Entschuldigung, Orakel, guten Morgen, bin noch nicht ganz wach. Orakel Karussell. Nö, nö, geh weg da. Eine Fliege, Fruchtfliege, glaube ich. Irgendeine kleine Fliege, vielleicht von meinen Pflanzen. So, also ihr habt zwei Stapel zum Auswählen, ja? Einmal diese Steine da und einmal diese Steine da, ja? Kristall und hier weiß ich nicht. So Gold, ja? Wie heißt diese Steine? Ist mit P. Muss ich ehrlich zugeben, ich weiß nicht alle im Kopf. Okay. Also, Stapel links oder rechts, ja? Orakelkarussell, was hat der Himmel für euch für Botschaften? Allgemeine, egal welches Thema dir es kommt, ja? Okay, meine Liebe, ich fing an zu mischen, ja? Ein bisschen die Karten mischen. Nicht so einfach, ich habe kleine Hände. Waschbärhände. Hat ein Kollege mit zu mir gesagt. So. Ein bisschen. Die Karten sind so süß von Dorn Virtue. Mit Tieren, darum mit Tieren. Die sind, oh, die sind so herzig. Okay, dann fangen wir mal an. Eine Karte, liebes Herz. Dankeschön. Eine Karte. Danke, liebes Universum. Dankeschön. Ihr seid so toll. Danke für die wunderbaren Karten und Botschaften für die Leute, ne? Um hier uns unterstützen, ne? Hier auf Erde. Mache ich immer meistens dreimal. Das ist gut. Mischen. Mische noch einmal. Okay. So. Dankeschön. Danke, danke, danke. Für die Botschaften. So. Allgemeine, ja? Orakel Karussell.
zwei Karten. Dankeschön. Oh, der Himmel ist da. Liebes Universum, lieber Gott, die Heiligen, die Engel, ja. Bitte noch eine Karte, ja. Danke für die Botschaft. Halleluja. Gloria, Señor. Halleluja. Dankeschön. Okay. Also, wenn ich noch mehr Karten benötige, dann werde ich mit die nackte Wahrheit, La Vera Sibylla, machen, ja? Also, ich gebe ein bisschen Zeit, ja? Und zu schnell geht stoppen, ja? Ihr wisst ja schon, ihr seid ja Profis auf YouTube. Einfach stoppen und auswählen und dann kann ich beginnen, ja? Allgemeine Themen, Orakelkarussell, ja? Die Themen kommen alle vor, ja? Egal. Das wird sich zeigen bei der Legung, wenn ich die Karte drehe, ja? Was für eine Situation, ob es wirklich diese Situation ist, die du dich, dann ist es nicht für dich, ja? Wenn deine Situation nicht betrifft. Okay, dann fangen wir mal an. Stapel Nummer 1 mit diesen Steinen da. Was hast du hier für Hauptthemen? Hauptthemen. Was ist bei dir los? Wo kann man sich weniger machen, mehr machen? Und welche Situation gibt es noch? Die Karten zeigen sich, ja, welche Thema und welche Richtung das es geht. Also, meine Lieben, beginne ich. Zwei des Frühlings, Pelikan. Oh, so schöne Karte. Oh. Pelikan, ihre Vision, Kreativität und Hingabe für ihre Sache hat ihren großen Erfolg beschert. Es könnte in ihrem Interesse sein, sich einen Partner oder auch mehrere Leute zu suchen, die sie bei ihren Vorhaben unterstützen. Ja? Es kann sein, wegen einem Nebenjob, die du das schon lange allein machst, ja? Und es wird dich zu viel, ja? Die Arbeit nimmt zu, so merke ich das, ja? Und du brauchst, ja, siehst du hier, zwei Pelikan, du brauchst eine Unterstützung, ja? In der Familie kannst du holen oder jemanden, den du vertraust. Ich sage immer, die heutige Welt, immer Leute, die du vertraust, ja? Aber wirklich vertraust, wenn es um Geld geht und, ja? Ihr wisst ja, was ich meine. Es ist leider so, ja? Man muss echt aufpassen, ja? Sogar bei Familienmitglied, ja, ist nicht ausgeschlossen. Also, wenn du jemanden gut kennst, ja, vertraust, ja, und der auch zu dir passt, ja, bei der Zusammenarbeit, ja, egal welche da Richtung das es geht, ob es Nebenjob, ja, ob der dein Job oder deine Kreativität, ja, dein Geschäft, deine Firma, egal um was es geht darum, dass es dir alles über den Kopf wächst, ja. Du machst das alleine und es wäre gut, wenn du der Arbeit würdest teilen, ja? Weil deine Firma wächst, ja? So, und was ist noch bei dir los? Der Meister. Mhm. Du bist der Meister über dein Leben, über dein Vorhaben, ja? Wie der Eremit, ja? Sehr intuitiv, ja? Mond über ihn, ja? Du bist eine erwachsene Person, ja, eine reife Person. Du bist reif, ja, für diesen Schritt. Verstehst du, was ich meine? In Verbindung mit dieser ersten Karte, zweites Frühlings. Romantik, welche Karte sagt noch über dich, ne? Ich lasse mich ein. Aha, siehst du, wie die Karten miteinander schmelzen. Oh, lieber Gott, du bist wunderbar, ja. Ich lasse mich ein, ich spüre einen eindeutigen Impuls und öffne mich für eine liebevolle, ja, hier steht Beziehung, aber ich denke, es geht mehr Richtung Arbeit, ja. Du öffnest dich für diesen Schritt, ja, du hast schon lange im Gefühl, intuitiv für dich, ja, hast überlegt, ja, ja,
Du machst, du bist in gute Richtung mit dir selbst, ja, wenn du eine Sache zum Beispiel am Überlegen bist, mache ich diesen Schritt und so, nicht zu überstürzen, ja, sonst du überlegst tausendmal, bevor du diesen Schritt machst, das ist okay, das ist in Ordnung. Du bist ein intuitiver Mensch, ja, du wirst es merken, wenn du so weit bist, ja, und deine Firma, das wird wachsen, ja, das kommt Wachstum und du alleine wirst das nicht meistern, der Meister, ja? Überleg es gut, ja, jemand ans Board zu holen. Entschuldigung, muss einen Schluck nehmen. Weil das, was du machst, machst du mit Liebe. Du bist mit vollem Seele und Herz dabei. So merke ich das. Und ich lasse mich ein, ja? Diesen Schritt wirst du es machen, ja? Und ich lese noch schnell die Karten noch zu Ende. Ganz bewusst, du bist der Meister, weil ich mich auf jemanden an meine Seite einlasse, ja? Du gehst diese Richtung, dass du jemanden ans Board holst, der für mich wichtige positive Eigenschaften besitzt. Ich werfe alle Sorgen und Zweifel über Bord, um meinen optimalen Partner anzusehen. Geschäftspartner, ja, nicht falsch verstehen. Und freue mich vom Herzen auf Momente des Teilens und auf vertraute Nähe, okay? Der Sinn dieser Legung hier ist, ja, dass du jemand brauchst, um diese Aufgabe zu meistern, auch zum Teilen, ja, weil dir alles über den Kopf wächst und du hast schon lange überlegt, ja, schon lange überlegt, ja, hier räuchelt aus deinen Ohren, ja, okay, ja, mache das. Und dein Privatleben. Ja, wenn du bis jetzt alleine gearbeitet hast in dieser Sache, hast du alles allein erledigt, ja. Und vielleicht deine Privatsphäre hat darunter geleidet. Kommt wieder Fröhlichkeit, ja. Kommt wieder Freude, ja. Du wirst überrascht sein, wie dein Privatleben um positiv wandelt, weil du mehr Zeit für dich hast, für deine Lieben. Ja, für dein Zuhause und für dich. Okay? So, sehr schön. Sehr schön. So, was hast du hier? Hauptthema. Oh, diese Katzen sind so süß. So süß. Oh, Prinzessin des Herbstes. Lustig, verlässlich, intelligent, schelmisch. Getigerte Katze. Eine wunderbare Gelegenheit in Bezug auf ihre Arbeit oder Ausbildung wird sich ergeben. Ergreifen Sie diese Gelegenheit, etwas aufregend Neues zu lernen oder einen lohnenderen Berufsweg einzuschlagen. Also, du bist intelligent. Zweifle nie an dich. Ja? Du bist ein intelligenter Mensch. Ja? Du bist sehr verlässlich und du gehst lustig mit der Situation um. Ja? Und es geht wieder um Beruf. Wieder, du solltest nicht stoppen. Ja? Weil viele Leute heutzutage, ja, ich sage nicht alle, ja, ich kann nicht alle in einen Topf hineinwerfen, aber es gibt viele Leute, die stagnieren in der Arbeitswelt. Das habe ich schon einmal erklärt. Sie gehen nicht vorwärts. Ja? Was gibt es noch für Chancen? Was gibt es noch für Türen? Ja? Was gibt es noch für Gelegenheit? Wie kann ich das finanzieren? Infos holen. Sich bewegen. Man stagniert. Man hat mit 16, 18 eine Lehre gemacht, 3 Jahre. Und das war's. Nein, meine Lieben. Du musst mit der Zeit mitlaufen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist genau zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel, Coiffeuse. Also nicht, nicht falsch verstehen. Aber ich will euch erklären, was ich
was ich meine, ja, wegen meinem Deutsch, ja, was ich damit meine, mit der Zeit laufen. Das heißt, man kam aus der Schule, macht eine Lehre, 3 Jahre, dreijährigen Lehre, und dann hat man einen Job und dann bleibt man da 30 Jahre, ja. Man ist stagniert in die Berufswelt. Man hat sich nicht geöffnet für einen neuen Weg. Man hat sich nicht geöffnet für eine neue Ausbildung, Weiterbildung oder eine neue Lehre. Ja? Man war nur in diesem Geschäft und das war's. Nee, man muss zum Beispiel als Coiffeuse, ne? Das ist halt dieses Beispiel, das ich im Kopf habe. Es tut mir leid, das ist Coiffeuse. Zum Beispiel muss immer in sein, nicht out, sondern in mit der Zeit. Was sind für Haarfrisur, die 2019 im Sommer, ja, diese Saison da im Sommer, im Winter, im Herbst, im Frühling. Man muss doch in sein, damit man das Neueste, was aktuell Mode ist, beherrschen kann, ja? Wenn jemand kommt zu dir und sagt, ja, Frau X, ich möchte heute eine Frisur, die in ist in 2019. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das, was ich meine. Mit der Zeit laufen und nicht stagnieren. Eine Weiterbildung machen, einen neuen Beruf. Ja, wage es. Ja? So merke ich diese Karte hier. Okay? Wow. Und schau mal. Du möchtest eine neue Erlebnisse. Ja? Du möchtest etwas Neues wagen, ja? Du möchtest von dieser Routine weg, du möchtest was Neues lernen, etwas, du möchtest dich bewegen. Entschuldigung. Oh, ich muss einen Schluck Kaffee, ich habe trockene Luft. Ich habe vergessen, die Fenster aufzumachen. Entschuldigung, kleine Unterbrechung. So, bin wieder da. Versteht ihr? Du hast in dir, ja? Du möchtest vorwärts gehen, du möchtest wieder etwas Neues Erlebnis, diese Routine brechen, ja? Schönheit, ich blühe auf. Ja, du blühst auf, ja? Erlebnisse, du möchtest vorwärts gehen. Transformation, hä? Und du willst das kommunizieren, dein Umfeld, ja? Du willst recherchieren, so spüre ich das, recherchieren, ja, sich informieren über die Gelegenheit, über den Weg, über Möglichkeiten, ja, dass es vorwärts geht. Wunderschön. Also es geht um Nebenjob, Selbstständigkeit hier, ja, du bist überfordert, weil deine Firma, deine Kreativität, deine Idee, deine, ja, das wächst. Das wächst. Und wenn noch nicht, vielleicht muss das in Zukunft, kommt auf dich zu. Ja? Wir schauen die Zukunft auch. Ja? Okay? Kann sein, dass in Zukunft diese Signale auf dich zukommen. Ich bitte euch, ja, von ganzem Herz, ja, bleibt nicht stagniert. Ja? Mach weiter. Mach einen Kurs, erkundige dir, was Neues geht in deinem Beruf oder geh in eine andere Richtung, wie dein Herz das möchte. Schau auf Möglichkeiten, ja? Was wegen die Kosten. Mach dir ein Ziel. Da bin ich jetzt, in 10 Jahren möchte ich da sein oder in 5 Jahren. Okay, meine Lieben, das war Orakel Karussell und das ist wirklich über Arbeit und Berufung und Weiterbildung und sich entwickeln, ja, nicht stehen bleiben, okay? Bis zum nächsten Video.